So, zweiter Teil des Videos, weil uns hier was Technisches passiert war. Mal sehen, hoffentlich klappt es jetzt. Also, die Lösung, die sieht dann so aus, dass ich sage, gut, die hieß ja, ich sollte die ganze Geschichte 0 setzen. Ach, jetzt malt er gleich in Blau weiter. Okay, ich sollte es 0 setzen, also plus 2,5 geht es weiter. Ich habe hier mein x01, ne? Das wird die erste Lösung. So, dann habe ich 4x01 ist gleich 2,5. Teile durch 4 und bin dann beinahe fertig. x01 ist dann 2,5 Viertel, aber das schreibt man am besten gleich mit 10 erweitert hin. Und das heißt dann 25 Vierzigstel und kann demzufolge schön kürzen. Durch 5 ist 5, durch 5 ist 8, 5 Achtel ist es dann. Das schreibt man aber so nicht hin, sondern ich will folgendes Ergebnis dann sehen. 5 Achtel doppelt unterstrichen. Wer das nicht macht, hat gegen die Form verstoßen. Zweites Ding rechne ich jetzt nicht vor, dass ich zeige bloß 1/2x plus 17 muss 0 sein. Und das ist mein x02. Ich kriege dann also hier irgendwo x02 eine Lösung dafür raus. Ist jetzt ein bisschen Schmuck am Nachthemd, das auszurechnen. Fragen? Jetzt nehmen wir mal an, es lautet ein Text so, von einer quadratischen Gleichung sind die beiden Lösungen bekannt. Und zwar gegeben ist eine quadratische Gleichung mit folgenden Lösungen. x01 sei meinetwegen minus 8 und x02 sei 2. So, und jetzt steht dann, ermittle die Normalform dieser quadratischen Gleichung. Was tun? Wie gehen wir ran? Der Tipp aus dem Publikum war, wenn ich das so weiß, dann kann ich doch sagen, ich fange mit der Linearform an und sage x plus 8, gucken wir nochmal, wenn x minus 8 annimmt, wird die Klammer 0. Aha. Und x minus 2 ist gleich 0. Das ist aber noch nicht die Normalform, x² plus px plus q, die wir jetzt erstmal nehmen. Wie komme ich von der jetzt in diese Form? Ja, jetzt wissen es alle, ist klar. Ausmultiplizieren. Gut, das ist x². Leute, macht die Pfeile ran. Minus 2x plus 8x. Achtung, plus mal minus ist 16. Minus 16 ist gleich 0. Zusammenfassen, dann haben wir nämlich unsere Normalform. Die Normalform hat bloß einmal px dastehen und nicht hier so und so, sondern x² plus 6x minus 16 ist gleich 0. Und jetzt, das wäre die Lösung. Ganz einfach. Ja, man muss ein bisschen aufpassen bei der ganzen Geschichte. Ich mache es mal gelb. Ich habe hier minus 2x. Achtung, dieses Minuszeichen, das ist wichtig. Und dann plus 8x dazu. Dieses Minuszeichen, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte hier. Da muss man aufpassen. Das ist ein bisschen gefährlich. Ergibt dann 6x. Okay. So, und jetzt zur Übung machen wir Folgendes. Wir machen mal angewandt auf diese Gleichung hier, auf diese blaue oder türkisene. Da wenden wir jetzt nochmal die PQ-Formel an. Bloß mal zur Übung, damit wir da mehr Routine erlangen. Also hier, diese Gleichung nochmal mit PQ-Formel lösen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir auch eine schöne Möglichkeit, praktisch eine Probe zu machen, ob wir dann Blödsinn gemacht haben. Wenn wir also mit irgendwelchen Aufgaben schon fertig sind, kann man schnell mal mittels PQ-Formel ermitteln, hat man denn wirklich das Richtige getan. Minus 8 und 2, minus 8 und 2. Jawohl, hat geklappt. Gut, machen wir noch eine Übung in der Richtung, damit wir das Aufstellen der Linearform besser üben können. Also gesucht des letzten Endes. Sind zwei Sachen in diesem Fall mal zur Übung. Erstens die Normalform, wo wir wissen ja, wie wir es jetzt machen, ne? Normalform, und dann gleichzeitig nochmal eine Probe mittels PQ-Formel. Also, x01 ist gegeben als 1,3, x02 als minus 2,5. Überführen,
über den Umweg Linearform in die Normalform und dann die Probe mittels PQ-Formel. Alles ohne Taschenrechner, das kommt ganz glatt raus. Werdet ihr dann sehen. So muss es aussehen. Entsprechend ausmultiplizieren. Fertig. Zusammenfassen. Das ist die erste Lösung. So, jetzt machen wir hier nochmal die Probe. Wir wollen ja die Probe mittels PQ-Formel machen. So, jetzt haben wir hier noch unsere Lösung. x012. Hier gleich praktischerweise minus 0,6 einsetzen, quadrieren und der übliche Kram. Es kommt auch wirklich so raus. Es funktioniert. Wenn man die Quadratzahlen bis 25 kann, ist man gut bedient, denn die Wurzel aus 361 ist 19. Also klappt das. Gut, bis dann Fragen. Jetzt nehmen wir an, es sieht eine Aufgabe so aus und ich möchte diese Normalform in die Linearfaktorenform überführen. Also Endergebnis soll dann das sein. Was tun? Hat jemand eine Idee? Ja, es gibt Ideen. Klar, in diesem Fall nicht lange rumzucken. Ich brauche zwei Lösungen. Bevor ich hier versuche, mit quadratischen Ergänzungen oder schwierigen Dingen was zu machen, einfach mittels PQ-Formel die beiden Lösungen ermitteln und dann daraus die Linearform basteln. Schießt mal los. Bevor sich hier einer einen Wolf rechnet, wir haben mal nicht 2,42 genommen, sondern mal bloß 2,4x minus 4. Und dann wird es jetzt nicht ganz so anspruchsvoll. Bei solchen scheinbar komplizierten Ausdrücken stolpern wir gerade drüber, wie wir das dann in die Klammerform reingeben. Jetzt habe ich vorgeschlagen, den ganzen Term in die Klammer zu setzen und demzufolge, wenn ich runde Klammern habe, außeneckige Klammern zu nehmen. Jetzt müssen wir aber mal sehen, ob das funktioniert. Gucken wir mal. Wenn wir für x die Lösung einsetzen und gleichzeitig davon die gesamte Lösung abziehen, bleibt nichts übrig. Wenn ich also die Klammern auflöse, hier vorne steht die alte Lösung, hier, von hier bis hier, das ist die echte Lösung. Und jetzt ziehe ich die andere Lösung nochmal ab. Davon die Lösung abgezogen. Minus minus ergibt plus 1,2, minus plus ergibt minus Wurzel aus 5,44. Dann sieht man, minus 1,2 plus 1,2 hebt sich auf und die positive und die negative Wurzel heben sich auch auf. Also wird die erste eckige Klammer 0 ergeben. So schreibt man es dann hin. Machen wir es nochmal mit einfachen Zahlen. Kleinen Moment mal. Jetzt nehmen wir mal an, wir lassen das mal hier in diesem Fall so groß weg und sagen, wir geben uns nochmal eine Lösung vor, die heißt x01 sei meinetwegen minus 3 und x02 sei plus 4. Und ich möchte die Klammerform haben. Dann nochmal nur damit. Also, fangen wir hiermit an. Ich sage x und jetzt. Minus 3 steht hier vorne. Jetzt mache ich hier das Gegenteil. Jetzt kommt die zweite. X steht meinetwegen vorne. Ist aber plus 4, also muss ich minus 4 dahinter schreiben. Wenn ich das jetzt hier mal in Klammern setze, dann sieht es vielleicht ein bisschen komischer aus, aber dann sage ich hier in Klammern, ich schreibe den ganzen Klammerausdruck dahin. Ist auch nicht weiter schlimm. Ganz nebenbei eine Übung. Um den Umgang mit Klammern oder so weiter hinzukriegen, einfach mal in der Suchfunktion dieses Kanals gucken, Umgang mit Klammern, also ähnlich muss heißen, beziehungsweise rationale Zahlen und Umgang mit Klammern, so ungefähr, also mit rationale Zahlen, ich glaube, oder mit dem Begriff Klammern, kommt man eigentlich zu diesem Video automatisch hin und kann sich das nochmal zu Gemüte führen. Das ist so Stoff der 7. Klasse. Was machen wir bei folgendem? Was denn? So, was machen wir in folgendem Fall? Löse das folgende Gleichungssystem rechnerisch. Und zwar nehmen wir mal, ich hoffe, dass das einigermaßen aufgeht. Ich habe das noch nicht nachgerechnet. F von x soll sein x² minus 2x minus 15. Und die zweite ist eine ganz einfache, g von x ist gleich x plus 3. Mehr nicht. Und das ganze Ding rechnerisch, ich sage es gleich, hier kann ich nicht einfach irgendwie mal was abziehen. Das geht hier nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen,
ich wende Additions- oder Subtraktions- oder so ein Kramverfahren an. Das funktioniert nicht. Aber wie gehen wir ran an die Sache? Richtig, wir haben uns nochmal daran erinnert, wenn es lineare Gleichungssysteme sind und ich die jetzt mal als Graphen darstelle, dann haben die irgendwo einen Schnittpunkt. Und da haben sie beide gleiche x- und y-Werte, man konnte sie gleichsetzen. Und genau das Gleiche kann man hier auch machen. Mit der grafischen Seite werden wir uns dann später beschäftigen, aber jetzt hier erstmal, ich setze einfach gleich. Gleichsetzen heißt, f von x ist genauso wie g von x. An, Achtung, zwei Stellen. Wir haben zwei Lösungen. Aber das macht nichts. Schreiben wir es mal hin. X² minus 2x minus 15 ist dann gleich x plus 3. Wie geht es jetzt weiter? Wir gucken einfach wie bisher auch mit unserer Tippeltappeltour und sagen, los, wo sind weniger x? Hier, weg damit. Jetzt ist minus gleich. Minus x, habe ich doch gerade. Minus x und ich ziehe mal gleich nach, minus 3. Beide Schritte. X² wird nicht berührt. Minus 2x minus ein weiteres x ist minus 3x. Und minus 15 minus 3 ist minus 18. Und hier steht 0. Und wie geht es jetzt weiter? Und jetzt PQ-Formel und fertig. So geht man hier in diesem Fall dabei. Rein rechnerisch. Ganz einfach. Also jetzt PQ-Formel. Die da lautet, wie wir sie schon kennen, macht's mal, das übt. So, jetzt haben wir uns hier durch die PQ-Formel durchgekämpft. Am besten macht man es wirklich mit Brüchen, denn dann habe ich hier die Wurzel aus 81 und die Wurzel aus 4. Das geht jetzt leicht. Dann komme ich auf diese beiden Lösungen. Wie macht man die Probe? Das ist mal die Frage. Wie macht man die Probe? So, die Probe sieht so aus, indem ich beide Lösungen mal in beide Gleichungen einsetze und es muss das gleiche bei rauskommen. Nämlich der gleiche y-Wert, ne? Also, das hieße, bei der ersten, bei f, minus 3 mal minus 3 ist plus 9, minus 2 mal minus 3 ist plus 6, minus 15, ist gleich 0. Gut, schön. Jetzt muss das aber hier auch funktionieren. Minus 3 bei g eingesetzt, also bei g heißt das, minus 3 plus 3 ist gleich 0. Für beide richtig. Und das gleiche macht man dann noch mit der 6 und dann hat man die Probe geschafft. Egal was bei rauskommt, das muss nicht unbedingt 0 rauskommen, es kann auch was anderes rauskommen. Gut, an der Stelle mal kurz Pause und jetzt kommt noch eine Frage. Jetzt wäre es natürlich noch interessant, diese Funktion in die sogenannte Scheitelpunktform zu überführen, denn dann kann man sogar den Graphen davon malen. Wie macht man diese in die Scheitelpunktform? Die Scheitelpunktform sieht so aus, f von x ist gleich irgendwas in Klammern zum Quadrat und dann hat man hier und hier die entsprechenden Scheitelpunktkoordinaten. Achtung, hier ist es der umgekehrte und hier ist es der wahre Wert. Wie kommt man dahin? Von der in der, in diese Form, quadratische Ergänzung, hat man schon gehört. Das wäre jetzt noch Gegenstand der letzten Übung, dann können wir das sogar noch mal aus Spaß machen. Das wird uns dann in nächster Zeit beschäftigen, das Malen von Graphen. Also man erinnert sich, ne, hier bis zum blauen Teil hier, das haben wir genutzt, um das hier per binomischer Formel in diese Form zu überführen. Und minus 1 minus 15 ist minus 16. Das ist minus 16. So, und jetzt kommt das Schicke dabei. Das mal schon als Vorgriff für später. Das Umgekehrte von diesen ist plus 1. Der Scheitelpunkt ist also plus 1. Ich schreibe mal extra ein Plus hin. Das ist immer das Umgekehrte. Leider kann man es nicht direkt ablesen. Und das darf man direkt ablesen. Minus 16. Das hieße, Scheitelpunkt plus 1 minus 16. Wenn hier eine 1 ist, dann müssten wir hier richtig weit runtergehen. Und bei minus 16, hier ist der Scheitelpunkt. Und dann kann man schwupp den Graphen hinmalen. Aber das bloß nebenbei. Das ist jetzt nur ein Spaß. Gut, das wird uns also in nächster Zeit beschäftigen. Wir werden ganz viel mit Graphen malen und dieses ist die Vorübung dazu. Und da wisst ihr jetzt Bescheid. Ja. Ich wünsche was. Ja.